Hier? Sind, nee, hier, dieser hier. Da ist, glaube ich, nur Dreck drin. Das sieht ja schon wieder schön aus da drunter. Alter, ist das ein Zustand. Aber gut, das habe ich ja jetzt schon. Das ist ja alles nichts Neues mehr. Das ist auch echt der schlimmste Bereich hier vorne. Ne? Guck dir das an. Oh ja. Es ist eigentlich Holz, musst du dir mal vorstellen. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und die untere Schicht hier, siehst du ja, die ist dünner noch als die obere. Ja, ja. Das hält an sich nichts, ne? Das hat jetzt nur noch... Medizin ist das eine Knochensäge. Ich nenne sie Schädelsäge. Das geht jetzt nicht überall so leicht. Ne? Ich habe also teilweise auch furchtbar daran reißen müssen. Das war auf der anderen Seite auch so, dass zur Mitte hin der Zustand noch etwas besser war. Deshalb, dass jetzt so schwer abgeht. Also, da reiße ich jetzt die Verklebung auf. Das hat man aber auch deutlich gemerkt, als noch alles zusammengebaut war, dass wenn man den Fuß in der Mitte, also wenn man in der Mitte gestanden hat, gab es nicht noch. Aha. Sobald du halt ein Stück hier zur Seite gegangen bist, federt es total weg. Wahnsinn, ja. Das ist doch heftig, ne? Dass man absolut, ein Boot so auseinander nimmt. Es ist wirklich so, als würde man bei einem Auto Wahnsinn. In der Mitte eine Säge ansetzen. Ja. Irre, ja. Holz. Naja, und hier in der Mitte kannst du sehen, das erinnert noch mehr an Holz. Ne? Das ist jetzt auch, das kannst du nicht ausbringen hier. Das ist wirklich noch. Das ist noch fest. Fühlt sich relativ trocken an. Ja, ja. Das ist morsch natürlich, ne? Also das ist auch fertig. Aber da sieht man noch, was das mal war. Ne? Aber das da ist richtig. Siehst du, hier ist schon eigentlich. Alles richtig nass, ne? Ja. Oh ja. Irre, irre. Ja, ja. Das ist die Scheune. Da auch alles weg dann da drunter? Nee, eben nicht. Also ich muss dann, ich hab mir so einen Schraubendreher zurechtgebogen, mit dem komme ich da so drunter und auch bis an den Rand. Und dann mache ich das mit dem Schraubendreher und Druckluft. Habe ich rausgefunden, das geht am besten. Das ist ja schmeidig. Ja, nee. Muss richtig sitzen, sonst geht das nicht. Und das sind jetzt richtig frische Holzstücke, dieser Teakholz, ne? Ja, das ist ganz frisch. Mhm.
das ist eine Zwangsbelüftung, die dauerhaft da ist. Weil es ist ja immer offen. Hier zirkuliert immer Luft durch. Ja, ja. Genau. Okay. Und das dreht man in den Wind. Ah ja, okay. Oder weg vom Seegang, je nachdem, wie man will. Und dass da kein Wasser reinkommt, das ist eben durch diese Verschnörkelung hält. Ja, Wasser würde, wenn dann eben hier reinkommen. Ja. Und dann würde es hier an den Seiten wieder rausfließen. Ah ja, okay. Und die Luft würde hier halt durch den Schnorchel noch reingehen. Um das fachmännisch zu reparieren, müsste man jetzt hier das erstens mal ein bisschen vergrößern, das Loch, und dann müsste man ein neues Gelcoat aufsetzen. Und das ist, also da geht jetzt nichts kaputt. Ja, ja. So wie das jetzt glänzt schon. Ah, das ist schon. Das Licht gucken, sonst sieht man ich sehe es hier gegen das Licht, weißt du? Und da siehst du eben, hier vorne ist es stumpf und da hinten wird es richtig glänzend. Mal feucht wischen. Gleich zu Ende ausprobieren. Oh, das glänzt. Wahrscheinlich Messing. Deswegen ist das so korrodiert. Und das ist Edelstahl und das verträgt sich alles zusammen nicht. Nee, das ist ein 14er, aber bei genau, es gibt so ein paar Größen, die ähnlich sind. Ja. Das ist Indianer hier, das ist metrisch. Aber das geht, passt nicht auf die Schraube drauf, oder? Doch, doch. Das ist natürlich das Gleiche. Nee, doch nicht. Ist das nicht? Das Zollgewinde dann. Tatsächlich, du hast recht. Passt nicht. Siehste das. Das sieht schon dort. Ach so, genau. Vorher war es ja noch direkt. Jetzt hat er diese Führung drin, ne? Genau, ja. Wenn ich es jetzt abbreche, schneidest du es raus, ne? Ja.